Uns hat es heute Nacht geschneit. 1 bis 2 Zentimeterchen. Aber da so eine komische Luft ist, steht jetzt der Nebel und man kann vielleicht 20, 30 Meter weit gucken. Teilweise ist es richtig glatt, weil als der Schnee gefallen ist, ist er angetaut und dann stellenweise gefroren. Die Krähen haben mich wahrscheinlich gar nicht kommen gesehen, denn es war hier erstmal Stille und keiner ist gekommen eine ganze Weile. Die haben genau solche Schwierigkeiten, die Übersicht zu behalten bei solchem Nebel wie wir. Ne? Die Sonne, die versucht es durchzukommen, wenn man nach oben schaut, sieht man auch manchmal ein bisschen blauen Himmel. Das heißt, das ist also wirklich Bodensuppe. Ja, und es könnte sein, dass die Sonne es schafft, den dicken Nebelball zu vertreiben. Das ist 8.30 Uhr, 8.40 Uhr so circa. Ich bin schon eine Weile hier, die Stelle ist befüllt. Aber die Krähen tun sich schwer heute, wirklich. Die Landschaft sieht aus wie verwunschen. Komischerweise bleibt auf den Bäumen und Wiesen der Schnee liegen und auf den Wegen ist das schon so gut wie weg. Wie gesagt, stellenweise ist noch so überfrorene Nässe. Ja? Da ist es ganz schön rutschig, man muss aufpassen. Aber den überwiegenden Weg, den konnte ich tatsächlich mit dem Fahrrad fahren. Langsam und achtsam, aber es ging. So circa -1, -2 Grad. Es ist kaum Wind. Wetterlage soll heute aus West kommen. Das würde ich hier am Futterplatz eh nicht merken. Aber jetzt sind wenigstens ein paar Krähen gekommen. Man sieht nur nichts, das hat wenig Sinn. Sie kommen heute auch nicht nah. Das ist ihnen alles zu unsicher. Heute ist Montag, der 6. März 2023 und in Hamburg fangen heute Ferien an, 2 Wochen. Deshalb und weil ja ich nicht genau weiß, wie das mit den Arbeiten aussieht, obwohl nachdem Schnee gefallen ist, konnte ich eigentlich davon ausgehen, dass gar keine stattfinden. Ne? Aber es sind halt Ferien und da hier immer viele Kinder spielen, auch wenn Schnee liegt vor allen Dingen, habe ich mich entschlossen, trotzdem recht früh rauszufahren und erstmal die Lage zu sondieren. Vielleicht bleibt es ja ruhig, vielleicht aber auch nicht.
rieselt der Schnee von den Ästen runter. Der ist patschnass. Nun hat die Sonne so viel Kraft, dass der Schnee von den Bäumen regelrecht herunterpatscht. Also das tut richtig weh, wenn man da was abkriegt von, wenn da so ein großes Stück von den Ästen rutscht. Was soll ich sagen? Es war nicht mal ganz halb zehn. Halb zehn morgens, da kamen die ersten Kinder mit Schlitten. Die Zeit hat gerade gereicht, nach dem Hellwerden, dass ich rausgefahren bin, die große Futterstelle befüllt habe. Und dass die Krähen, die haben so gut wie räumen können. Und da waren dann die Kinder schon da. Ich hatte also recht. Jetzt ist mit Schlittenfahren nicht mehr viel, weil viel zu nass. Es taut wie verrückt. Aber meine Befürchtungen waren berechtigt. Ich kenne das ja auch nun schon ein paar Jahre. Die Hamburger haben auch merkwürdige Schulferien. Das sollen Frühlingsferien sein. Dafür haben die zu Ostern keine Ferien, wo der ganze Rest von Deutschland Ferien hat. Also, Hamburg ist komisch, ganz ehrlich. Habt ihr das gehört? Ich musste unter den Schirm kriechen, weil ich das sonst voll abkriege. Und das patscht wirklich heftig. Das ist, als ob es regnet, so ein Eisregen regnen würde. Oh Leute, das regnet Schneematsch von allen Bäumen runter. Das ist tatsächlich so gewesen, dass ich noch Sonne abbekommen habe. Und das war richtig warm. Da konnte man sich sofort Füße und Hände wieder wärmen. Ist zwar nicht geblieben, ist recht wechselhaft. So in etwa hat es auch der Wetterdienst vorhergesagt. Die haben von Aprilwetter gesprochen.
Und also es taut wie verrückt. Es ist jetzt so, ne? 11:30, 12 vielleicht. Die Kinder sind nicht geblieben, weil man kann nicht rodeln. Das ist schon alles Matsch. Von daher war das jetzt nicht so gravierend. Aber immerhin, ich hatte recht mit meinem Verdacht. Ich werde jetzt den Heimweg antreten. Wie man sieht, bin ich schon unterwegs. Ich habe wieder alles richtig gemacht. Mein Werk ist getan. Die Sachen sind angekommen. Wie man sieht, ist die Rasselbande auch eingetrudelt, nachdem sie unten am großen Futterplatz erst gar nicht wollte. Beziehungsweise sie haben mich wahrscheinlich tatsächlich durch den dicken Nebel nicht kommen sehen. Man konnte ja wirklich nicht weit schauen. Ich konnte die Schlafbäume von den Krähen auch nicht sehen. Von daher, da ich ja gleich mit dem Hellwerden losgefahren bin, könnte es sein, dass sie mich diesmal einfach verpasst haben. Das ist ja auch mal was Neues. Es bleibt aber kein Krümel übrig. Alles ist gut, soweit. Kleiber waren wieder keine zu sehen. Hier sind die Meisen noch und die Finken im Hang. Na. Tja. Was da wohl los ist? Irgendwo arbeitet auch schon wieder jemand, wie man hört, mit Schreddermaschine. Aber das ist weit weg von hier. Man hört es jetzt nur so deutlich. Ist ja noch kein Laub nirgends drauf. Hier pfeift es noch richtig. Die Meisen und das Rotkehlchen und ein paar Finken, vor allem die Buchfinken, haben sich die dort liegen gelassenen abgesägten Äste als Domizil erkoren, glaube ich. Dort sehe ich dauernd irgendwelche kleineren Vögel drin rumschwirren. Das ist natürlich gut, wenn es denn liegen bleibt, ne? Das, was vorher oben war, ist jetzt unten, wird auch genutzt. Naja. Die ersten sind schon da. Ich bin gleich an meinem Fahrrad. Na gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse und hoffe, euch hat diese Winterlandschaft auch Spaß gemacht, so wie mir. Und ja, hoffentlich sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.